Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk im neuen Jahr 2023. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. So, wir springen auch direkt wieder rein. Wir müssen in einen extravaganten Shop gehen und da nach einem speziellen BD fragen, um herauszufinden, wo Evelyn eventuell sein könnte. So, springen wir mal direkt mit rein. So, hier waren wir nämlich hier sind wir nämlich letztes Mal dran vorbeigelaufen und hatten schon die Dialogoption gehabt, nach dem BD zu fragen. Schnipp, schnipp, schnipp. So. Ich suche nach was Speziellem. Ein Braindance, um richtig. Was Dreckiges? Nein, noch härter. Gibt's hier nicht. Aber da ist ein Typ an der Jig-Jig Street, der eine Menge Abgefahrenes hat. Und zwar richtig abgefahren. Okay, dann. Es ging ja schneller. Oh, ja, komm. So, und jetzt noch Ich direkt hier verpasse vorne. das verwandelt deine Pussy in einen Wasserspender. Nein. Heute nicht. Kein Bedarf heute. Hättest du nicht vorsichtiger sein können? Wer da was bist du denn? Julius Garrett. Keine Zugehörigkeit, okay. Doch, aber ich muss auch trainieren. Er macht zumindest nichts gut. Sehen will, dann setzt er sich zu Hause ich laufe trotzdem hier runter. Suche nach Rohmaterial. Ungefiltert. Bei mir kriegst du nur Ungefiltertes. Worauf stehst du? Ich will was, was mich umhaut. So richtig die Neuronen durcheinander wirft. Wir haben alles, Mann. Faustkämpfe, Schießereien, geheime Folterverhöre, Amputationen. Nee, 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 nee. Ich meine eher sowas wie. Du weißt schon. Fetischkram. Komm schon, du weißt, was ich meine. Nein, tue ich nicht. Wenn ich Gedanken lesen könnte, würde ich den Job hier nicht machen. Ich will wissen, wie es ist, jemanden umzubringen. Na also, geht doch. Ich habe ein paar Klassiker aus dem letzten Konzernkrieg oder bewaffneten Raubüberfall, wenn du was Aktuelleres suchst. Alles klar, das scheint unser Mann zu sein. Wonach suchst du? Was hast du? Virtus. Auch spezielle? Sagen wir es mal so. Wer das weiß, muss nicht fragen. Ich suche BDs, der besonderen Art. Besonders? Bist du ein Bulle? Wenn ich eine Bulette wäre, würde ich dich jetzt schon für den letzten Verkauf abführen. Schon gut, schon gut. Man kann nie zu vorsichtig sein. Was willst du? Gib mir das Beste vom Besten. Was mit der Todesmotte? Hab's mit einer Feinschmeckerin zu tun. Todesmotte kostet aber ordentlich. Kein Rabatt? Wie steht's um einen Neukundenrabatt? Rabatt gibt's nur für Stammkunden. Wenn du pleite bist, verpiss dich! Ja, ist doch mal ein Versuch wert. Ja, komm. Hast du was Interessantes für mich? So, wir haben ja wieder gelernt gehabt. Das ist, was wir brauchen. So, für 350, ja, gut, okay, komm. Wir haben ja 17.000. Was kosten legendäre Item-Komponenten? Kosten hier pro Stück 4.000, okay. Und Upgrade-Komponenten 3000. Okay, hier gibt es zumindest auch Bonusmaterialien mit der. Okay. Alles klar. War mir ein Vergnügen. So, triff dich mit Judy im Van. Ja. Haben wir sonst noch hier irgendwas in der Gegend, was wir hier machen könnten? Hier ist ein Wakako als Fixer. Da ist ein Ripper-Dog. Kleidung. Nein. Weg. Kleidung. Fünf sicher mal komplett außen rumlaufen und naja, Julie steht direkt hier vor. Naja.
Nee, gut, okay. Ja, da kommt. Dann gehen wir als erstes zu Judy und dann schauen wir mal weiter. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir uns jetzt wieder einen Braindance angucken können. Und den dann analysieren. Und vielleicht finden wir ein paar Hinweise, wo sich Evelyn befinden könnte. Steig an. Lass mich alles vorbereiten, aber setz das Headset richtig auf. Sieh es dir an, ich editiere in Echtzeit. Solide Links-Rechts-Kombo. Kann losgehen. Beschreib mir alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen kann. Oh. Muss ein Scav sein, sonst zieht sich niemand so an. Electric Corp Logo auf den Overalls. So, wir spulen einfach mal direkt zurück. Gucken wir mal, was wir hier noch so Schönes haben. Vor kurzem bestellt. Dann einmal die Ebene wechseln. Gott, ist das heiß. Temperaturwerte sind abnormal. Such weiter. Nö, hier gibt's aber gerade keine. Auf den Overalls war ein Logo drauf. Electric Corp. Könnte ein Kostüm sein. Requisite? Ein Fabrikarbeiterfetisch? Eher unwahrscheinlich, oder? Das würde auch die erhöhten Temperaturen erklären. Vielleicht hast du recht. Audio. Audiosignale. So ein Scheiß habe ich schon gehört. Klingt nach Scavs. Das Radio ist voll aufgedreht. Damit man die Schreie nicht hört. So, dann lassen wir mal weiterlaufen. Dieses Synth-Kaffee-Aroma schlägt nichts. Billig Scheiß. Und kalt. Backe-Slice. Gewöhnliche Kiste. Decker Tanaka and Rogers Logo. Normal für einen Müllhaufen. Der Kaffee war kalt. Vielleicht ein Tag alt. Aber die Pizza sah frisch aus. Sie hatte also? Also kaufen sie regelmäßig bei Backe-Slice. Was man nicht wegen des tollen Geschmacks oder der frischen Zutaten macht. Niemand schleppt eine Pizza, die nach Styropor schmeckt, durch die halbe Stadt. Eine Scav-Frau. Wer hätte gedacht, dass die auch XBDs drehen und nicht nur Leute ausweiden? So, verlässt den Braindance, würde ich sagen, machen wir den Restaurant okay, nicht an. Okay, also ein altes Electric Corp Kraftwerk in Charter Hill. Das muss erstmal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Ja. Sehe ich genauso. Los, wir müssen dahin. Ja, fahren wir zusammen? Wir treffen uns vor Ort. Muss erst noch ein paar Sachen regeln. Genau. Okay, aber lass dir nicht zu viel Zeit. Nein, weil bevor wir da jetzt... Ach so, jetzt... Ach, das ist schon wieder ein Überfall im Gange. Super. Wir gucken mal eben... Ist das da in dem Markt da unten gewesen? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, ich möchte erstmal ein bisschen was anderes. Na. So. Auf jeden Fall, so. Das Missionsziel liegt nämlich da unten und ich habe jetzt gerade Bock, ein bisschen was anderes machen zu wollen.
So, trifft dich mit Takemura? Nö. Wir gehen jetzt erstmal hier in die Mission. Achso, begibt hier ins Afterlife auch noch. Happy Together versucht mit Barry zu sprechen. Gut, das müssen wir auch noch machen. Und zu dem Wilson-Schießstand. Ich glaube, das machen wir. Ja, ich glaube, das machen wir. Wir gehen als erstes zum Schießstand und nehmen an dem Wettbewerb teil. Und vorher gucken wir hier noch an dem... Und nehmen jetzt den Überfall hier noch mit, weil wir brauchen wieder ein Fahrzeug. Ohne Fahrzeug kommen wir nicht weit. So, da stehen mir auch ein paar Fahrzeuge. So, mal kurz gerade hinsetzen, alles klar. So, ich denke mal... Oh, hier gibt es ein paar mehr Ideen rumlaufen. Okay, aber ich gehe mal stark davon aus, wenn wir uns jetzt den hier snacken, dass der uns nicht sieht. Genau. Der sieht und hört uns nicht. So ist das fein. Hier gibt es wieder was zu decken, glaube ich. Ach, wisst ihr was, Kinders? Heute mal nicht schleichen. Jede illegale Aktivität? Was? Ich hab doch nichts gemacht. Oh, Kinders. Was ist denn jetzt hier los? Jetzt geht's mir aber gerade auf den Pin gerade hier. Also, das war ja mal versaut. Das war ja mal versaut. Das war ja mal versaut. Alter, was springst du denn hier so rum? Och, wie ich diese Leute hasse, die so am Springen sind. Na, geht doch. Geht doch. Achso, das war... Also schlechter hätte es echt nicht gehen können, ne? Schlechter hätte es echt nicht gehen können, so. Trotzdem hacken wir jetzt mal eben... Oh mein Gott, ey. Das darf man keinem zeigen. E9, E9, 55... E9... Oh, Moment mal. E9, 55, okay, also. E9, 55, so. Da muss ich aber echt überlegen hier. So, wir nehmen natürlich wieder alles hier mit, was wir hier wieder kriegen können. Das war doch keine Absicht. Es war doch keine Absicht. Leveler. So. Da. Ein Fahrzeug. So, dann wieder Richtung Heimat. Und dann gehen wir erstmal auf den Schießstand und nehmen an dem Wettbewerb teil. Mal gucken. Aber vorher düsen wir hier noch ein bisschen durch Night City durch und genießen ein bisschen die kleine Aussicht hier.
Ist schon schön, das Ganze. Kabuki! Auf dem Motorrad ist aber schön. Dann können wir zumindest ein bisschen wie sehen. Was wir halt überwiegend ja sonst nicht haben, die Ansicht. Einfach mal hier stehen bleiben. So! Dann auf sie mit Gebrüll. Ab in den Fahrstuhl. Gibt es irgendwas Neues in den Nachrichten? Ah, nee, auch nichts Interessantes. Wir gucken lieber nach draußen und schauen uns unser Viertel an. So, ich bin gespannt. Hey, wie? Geht gleich los. Wenn du nochmal schiffen musst oder so, mach's jetzt. Nö. Wie aufmerksam von dir. Die Party kann losgehen. Naja, erstmal musst du dich an der Anlage aufstellen. Also, hopp, hopp. Munition schadet nie. Was ist wieder für eine komische Wegfindung hier? So, wie viele sind da? Nur 6? Oh, meine Fresse. Na, was soll's? Die Regeln sind einfach, okay? Ein Ziel taucht auf, ihr schießt drauf. Ganz egal auf welches. Ballert ruhig auf das von Nachbarn. Der mit den meisten Treffern an den Zielen gewinnt. Ah ja, nur Kleinkalibriges. Wehe, ihr spielt hier den Macker und holt eure Sturmwurmen und Raketenschleudern raus, verstanden? Okay. Der erste Preis ist eine Pistole. Aber eine echt gute. Absolutes Hammerteil, ich schwöre. Aber genug gelabert. Da wird man ja bekloppt. Bereit? 3, alles klar. 2. Hey, hey, was soll der Scheiß? Mann, was willst du mit der doppelläufigen? Nur Kleinkaliber. Meine Pistole ist wohl in der anderen Jacke. Und darum benutzt man ein Halfter. Ein Halfter. Und jetzt mach einen Abgang, Mann. Sofort. Hey, entspann dich, Turm. Einfach mal relaxen. Bin ja schon weg. Herrn von die Säule. So ein Scheiß. Na gut. 3, 2, 1. Stopp, Leute! Ende! Wir sind fertig! Oh je, 42 Punkte. Erster Platz! Wie? Jawohl! Zweiter! Rudy! Ihr restlichen Schielaugen könnt euch verpissen! Na los, verschwindet! Geil!
Ja, Mann. Danke, Wilson. Schönes Ding. Mhm. Jupp. Hey, alles klar? Stimmt irgendwas nicht? Nichts ist okay. Gar nichts. Der Wettbewerb hat nichts gebracht. Hab kein bisschen verkauft. Dann solltest du deine Kunden vielleicht nicht als Schielaugen bezeichnen. Vielleicht, aber... Shit! Ein Schießeisen muss man respektieren. Wer nicht schießen kann, soll's lassen. Mach's gut, wie. Man sieht sich. Alles klar. Cool. Was haben wir denn da für ein hübsches Ding da bekommen? Okay, Doppelläufe. Oh, Smart Schrotflinte. Achso, das ist das. Legendary. Und ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Ding, was wir hier haben als ikonisches Teil. Super. So, was haben wir denn da? Kritische Treffer. Ach du Scheiße, die Streuung wird nach jedem Schuss um 80% verringert. Ach du Heimatland. Das sieht auf jeden Fall schon nochmal nach einem nicen Teil aus. Nices Teil. Gut. Dann wollen wir mal eben kurz das Inventar aufräumen. Die ikonische Waffe lassen wir leben. Irgendwas an neuen Kleidungsstücken wahrscheinlich. Oh, doch. Das ist episch. So, das hat nur 0,9 mehr Panzerung und Verringerung von anhaltenden Schaden um 5%. Der Rest ist aber trotzdem besser. Gut, dann kommt das auch weg. So, da nix da. Oh, Stiefeletten. Was haben wir hier? Erhöht die Panzerung um 11. Erhöht die Panzerung um 12. Ja, es ist doch irgendwie eine ganz klare Sache, oder? Komisch, dass das irgendwie nicht mehr angezeigt wird. Sollen wir mal eben schnell alles hier durchgehen. Was bist du? Aber das hat deutlich mehr Panzerung, also nehmen wir das mal rein. Gut, okay. Dann Stufenaufstieg, Techie-Fähigkeit machen wir eben auf 10. Ein Vorteilspunkt freischrauben. Nee, das ist irgendwie nichts dabei, was mich interessieren könnte. Nee, da hier war auch nichts Intelligenz. So, hier, entweder gehen wir die mal Quick Hacks. So, 10% mehr Schaden verursachen. Mit den Quick Hacks. Oder wir stellen uns endlich mal eigene Quick Hacks frei. Dann können wir mal gucken, was wir da noch so Schönes im Portfolio haben. Entweder stellen wir sie selber her oder wir gehen erstmal aufs. Ah, komm, wir stellen sie selber her. Gut. Dann können wir auch gleich mal direkt eben in die Item-Herstellung gehen. So, was haben wir denn da? Waffenglitch. Das ist dann wahrscheinlich die Waffen blockieren. Verseuchung. Nicht tödlich verursacht niedrigen Schaden sowie vergiften. Breitet sich auf 2 Zeilen Hörers aus. Effektiv gegen Gegnergruppen nah beieinander stehen. Okay. 13 Sekunden chemischer Schaden und hält 6 Sekunden an. Okay. Das ist Cyberwehrstörung, der Cyberwehr ist, der kann Bewegung oder Resistenzen. Was kann Bewegung oder Resistenzen ausschalten? Sehr effektiv gegen sich sehr schnell bewegende Ziele, so wie Netrunner. Ja, diese, jump mal hin und her. Und das ist Audioshock, dann, nimmt der Gegner keine Geräusche wahr. Gucken wir mal eben ganz kurz ins Deck rein. Synapsen-Burnout, Kurzschluss, Optik-Neustart und Ping. Ich würde es erstmal so lassen, wie es ist. Egal, ich würde es erstmal so lassen, wie es ist. So, dann gehen wir weiter. Nein, wir machen jetzt die Hauptmission nicht weiter, sondern versuchen, Barry zu sprechen. Ah, jetzt komme ich raus, okay.
war der? Achso, Barry war ja quasi eine Etage unter uns. Dann schauen wir mal, was uns Barry zu erzählen hat. Klopf, klopf. Barry, so heißt du doch, oder? Wer ist da? Wie? Ich wohne über dir. Erinnerst du dich? Haben über Autos geredet. Hast vom Mizutani Shion geschwärmt. Und ich meinte, der wäre was für schwanzlose Angeber. So einen Unsinn vergisst man nicht. Dein Blick damals wäre am liebsten ab durch die Mitte in die Badlands. So angepisst warst du. Ich erinnere mich. Was willst du? Ich will nur reden. Ich weiß, dass das jetzt wichtig für dich ist, selbst wenn du es nicht zugeben willst. Ich kann die Zeit für dich nicht zurückdrehen, aber ich kann dir zuhören. Dich erinnern, dass du nicht alleine bist. Moment mal. Wir kennen uns kaum. Und jetzt kreuzt du hier auf, um mit mir über meine Probleme zu reden? Wie kommst du darauf, dass mit mir was nicht stimmt? Beobachtest du mich? Wurdest du geschickt? Also die haben sich nicht irgendwie gerade wie Freunde verhalten. Du solltest mehr rausgehen. Mit deinen Kumpels, ein Trinken. Das Leben geht weiter, Barry. Es wartet nicht stillstehend auf dich. Dich in Einsamkeit und Selbsthass zu ertränken, löst gar nichts. Schon mal daran gedacht, dass ich vielleicht gar nichts lösen will? Na gut, komm rein. Auch wenn es rein gar nichts ändert. Doch, doch. Sag das nicht. Mal alles mitnehmen hier. So. Badezimmer. Gibt es hier irgendwas im Badezimmer? Alles rum. Alles nichts Verdächtiges hier. So. Verbindungsmanöver. Was ist das? Computer. Schön. Okay. Na ja, gut. Okay, komm. Dann setzen wir uns. Ich habe auch jemanden verloren. War ein verdammt guter Freund. Was meinst du mit auch? Geht's hier um Andrew? Sie haben's dir erzählt. Ja. Der beste Freund, den ich je hatte. Kannten uns mein Leben lang. Der Einzige, dem ich alles sagen konnte. Ich schätze mal, im NCPD hat sich gar nichts verbessert, oder? Einmal hat ein Maelstromer einen Jungen getötet. Direkt vor meinen Augen. Nur so zum Spaß. Ich konnte nichts tun. Der Hurensohn stand unter Konzernschutz. Ach, typisch. Unser Chief sackt eine anonyme Spende ein. Und was passiert? Offiziell hat der Junge sich selbst das Hirn rausgeblasen. Direkt vor deinen Augen. Irgendwas in mir ist da gestorben. Ich konnte das einfach nicht mehr. Kurz darauf starb Andrew. Das gab mir den Rest. Konntest du mit niemandem auf der Arbeit reden? Was ist mit Petrova und Mendes? Petrova ist nicht verkehrt. Aber sie kommt mit sowas nicht klar. Mendes rafft es einfach nicht. Der denkt, wir müssen hart sein. Wenn du nicht verkraftest, wenn ein Kind umgebracht wird, bist du für ihn mit Weichei-Genen geboren. Aber du hast ihm von Andrew erzählt. Ganz ehrlich, hab darüber nachgedacht, aber... Sie wissen nicht alles. Ist besser so. Hm. Kannst du mir sagen, wie Andrew starb? Ist doch egal. Normal. Altersschwäche. Wenig überraschend. Schließlich war er nur ein paar Jahre jünger als meine Oma. Altersschwäche? In Night City? Dafür müsste man ihm eine Statue errichten, die alle bestaunen können. Eine Nische für die Urne muss reichen. Mendes weiß einen Scheiß vom Leben. Jeder hat seine Grenzen. Sogar er. Er hat sie nur noch nicht erreicht. Anders als du. Und wenn er recht hat? Vielleicht habe ich feige Gene. Nur die Stärksten überleben, oder? Wenn du nichts fühlen würdest, dann hätte der Tod keinerlei Bedeutung. Hm, hast recht. Danke fürs Reden, Vi. Ich brauche etwas Zeit, um das sacken zu lassen. Keine Ursache. Bleib stark. Stay strong. Was sind das eigentlich für Schlappen?
Fände Andrews Nische, bevor du mit dem Polizisten sprichst. Ja. Sind das die Polizisten, mit denen wir reden sollen? Wahrscheinlich, ne? Ja, das sind sie, alles klar. Dann. Hätte ich gesagt, machen wir an dieser Pause Schluss und schauen dann mal morgen nach, wo die Nische ist von Andrew und was sich dahinter verbirgt und wie es da in dieser Geschichte weitergeht. So, das wär's dann bis hierhin. Ich bedanke mich fürs Zusehen, schön, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich, wenn du morgen wieder mit dabei bist und ein bisschen Eigenwerbung. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch bitte einen Daumen nach oben da. Findet der YouTube-Algorithmus die Search Engine, oh mein Gott, es ist schon so spät, findet das extrem geil, nein, ist auf jeden Fall hilfreich fürs Rating. Ja, so viel dazu, ich habe den Faden verloren, alles klar, okay, wir sehen uns bis morgen, habt noch einen schönen Tag, macht's gut, ciao, ciao.